willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Das war der gelbe Sack. Normalerweise wäre nämlich heute Raid-Boss Wechsel. Dafür der gelbe Sack. Jetzt ist aber heute kein Raid-Boss Wechsel. Obwohl das ja im Novemberkalender so eingetragen war, dass jeden Donnerstag im November Raid-Boss-Wechsel ist, ist kein Raid-Boss-Wechsel. Wir müssen also improvisieren. Jetzt habe ich den Sack umsonst weggebracht. Wir haben in einem der letzten Videos Arlo bezwungen und euch die Arlo-Conda gezeigt. Wir haben Sierra bezwungen und euch die Sierra-Conda gezeigt. Wir haben uns Cliff geschnappt, haben euch die Cliff-Conda gezeigt. Was bleibt übrig? Ein Boss, ein Beutel Nummer 4. Giovanni ist noch am Leben. Den müssen wir auch noch auskondern. Den müssen wir euch noch zeigen. Weil Giovanni aber genauso aussieht wie Arlo Cliff Sierra und das nicht geht, haben wir nochmal einen extra Giovanni Beutel dabei. Das ist Giovanni. Guckt euch den an. Das ist der heftigste Brocken. Den müsst ihr auch bezwingen. Außerdem sind das ja alles Krypto-Pokémon und deswegen passt dieser lilane Sack auch gut dazu. So, nachdem wir jetzt die Team Go Rocket Übernahme vereidelt haben, Frustration verlernt haben, ich hoffe, das habt ihr alle gemacht, das Event ist nämlich vorbei, begeben wir uns auf die Suche nach Giovanni. Ich wollte den eigentlich noch nicht machen, weil ich die Täuschrüpel noch mitnehmen wollte für die Aufgabe. Ich muss nämlich 50 Rocket Bosse erledigen, dachte ich, die sind ganz gut, aber mir jetzt egal, Genes Sekt ist heute nicht da, kein Raid Boss Wechsel. Also suche ich jetzt Giovanni, dafür fahren wir in die Stadt. Hier ist nämlich nichts, hier gibt es keine Signale. Und wenn ich einen finde, schneiden wir den rein. Gucken mal, ob ich Giovanni mit genau dem Team schaffe, das ich auch für die drei Rocket Bosse genommen habe, sodass ich niemals ein anderes Team brauche, sondern immer mit meinem Team einfach alles schaffe. Das ist genial. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Giovanni. Hier. Seht ihr noch mal, richtig tolles Gebäude hinter mir. Das ist die Struppsche Villa, steht nämlich hier. Struppsche Villa, Lern- und Gedenkart. Hier neben mir ist ein grüner Zaun. Jetzt habe ich, wenn ich noch mal auf diesen Giovanni-Radar drücke, seht ihr, vor mir ist ein R. Beim Vorbeifahren habe ich schon gesehen, dass das Giovanni ist, weil ich den angeklickt habe. Und der Stop ist genau dieser Brunnen hier, der komplett vollgefüllt ist mit Laub. Das sieht auf jeden Fall richtig toll aus. Hier keine Ahnung, was das ist. Mülleimer, Grillstelle. Hier ist auf jeden Fall eine Bank, da ist ein Mülleimer, da könnt ihr euch hinsetzen oder irgendwas machen. Ich tue jetzt mal hier den Lumpen weg. Ich stelle euch mal hier auf den Mülleimer ab. Dann habe ich nämlich eine bequeme Sitzfläche und versuche jetzt mal hier diesen Giovanni zu machen. Wir möchten ein Radar verwenden und wir nehmen wieder genau das gleiche Team, was wir bei Arlo benutzt haben, bei Sierra benutzt haben, bei Cliff benutzt haben. Lucario zum Schilde rausloggen, alternativ Sumpex zum Schilde rausloggen. Immer ein Wasser-Pokémon dabei. Bei Giovanni ist ja sowieso so, dass er immer Snobillycut als erstes hat. Das heißt, Kampf war sowieso immer gut. Oft hat er Despot als letztes. Kampf ist da gut. Als zweites hat er meistens ein Boden-Pokémon. Was laber ich? Despota als letztes. Der hat doch Krypto-Rigigigas als letztes. Das ist ja auch Typ normal. Das heißt, Kampf ist da gut. Und das zweite, das Boden-Pokémon, braucht meistens einen Wasserkonda. Da haben wir ja Kyoke gehabt. Jetzt haben wir eben Sumpex. Wir gehen also direkt mal drauf. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, wenn man jetzt am Anfang Lucario reinholt, um Snobillycut auszuschalten. Weil vielleicht brauche ich ja das Lucario am Ende. Normal holen wir die zwei Schilde raus von Snobillycut, steigern unseren Angriff, machen gut Schaden. Das Lucario muss aber unbedingt den zweiten Konda, den er dann hat, überleben, damit wir überhaupt zum Regigigas kommen. Ob mir das gelingt, sehen wir gleich. Ansonsten muss ich ja nur die Zeit überbrücken, bis ich wieder wechseln kann, damit ich dann mein Wasser-Pokémon gegen sein zweites Pokémon reinholen kann. Die Hälfte der Zeit ist um. Zum Wiederwechseln. Jetzt kommt es halt drauf an, was er hat. Er hat ein Nidoking am Start. Ist also Gift und ist auch Boden. Wir hauen jetzt aber einfach weiter drauf. Nicht sehr effektiv, das dachte ich mir. Wir müssen nur ein bisschen überleben. Komm, noch einmal Steigerungshieb, dann ist die Zeit hoffentlich abgelaufen.
damit ich wieder wechseln kann und mein Wasser-Pokémon einführen. So, jetzt. Sumpex ist da. Ich hätte jetzt bestimmt noch 2 Sekunden warten können, bevor ich auf Sumpex wechsle. Ich will aber auf Nummer sicher gehen und möchte jetzt direkt Sumpex reinholen. Denn der greift jetzt an, der ist sehr effektiv, er senkt auch den Angriff vom Gegner. Das heißt, dieses Team ist eigentlich immer noch mega genial. Sumpex lädt so schnell auch auf, hat jetzt auch wieder einen Boden, sofort Angriff plus Lehmbrühe plus alles andere. Wir werden jetzt beim Regigigas auch erstmal den Angriff schwächen, indem wir hier nochmal mit dem Sumpex die Lehmbrühe draufhauen. Dann könnte ich spaßenshalber ja mal auf die Aquahaubitze gehen. Mir mal anschauen, wie viel das abzieht. Ich bin mir sicher, dass wir das alles mit Sumpex jetzt hingekriegt hätten bis zum Ende. Aber Lucario soll eigentlich auch nochmal rein. Lucario, der Boss, muss rein. Wir hauen noch eine Aquahaubitze drauf. Ich kann auch wieder wechseln. Wenn ich jetzt warte, bis das Sumpex tot ist, muss der Gegner eh 3 Sekunden. Ich wechsle also jetzt, komm jetzt rein. Jetzt zählen die 3 Sekunden. Ich schaff's aber nicht, den Steigerungshieb voll zu machen. Damit Despo da auch mal drin war, holen wir jetzt einfach Despo da rein. Despo da soll noch ein paar Steine draufschmeißen. Also ich fühle mich nicht, als wäre das schwierig. Ich finde, der Giovanni, gerade mit Regigigas hinten am Ende, ist relativ einfach. Ich habe keine 100% Pokémon hier am Start. Ich habe keine Level 50 Pokémon am Start. Ihr braucht einfach nur ein bisschen Typ-Effektivität, dann seid ihr gut aufgestellt. Der war richtig einfach vom Gefühl her. So viele Täuschrübel hat er auch gar nicht gebracht, wie ich gemerkt habe. Deswegen habe ich den jetzt einfach mitgenommen. Wir können aber mal hier eine gelbe Beere nehmen. Ich habe immer das, wenn ich beim Giovanni einen Ball werfe, dass der Legendäre immer beim ersten Ball drin ist. Also nehmt eigentlich eine gelbe, nehmt keine goldene, nehmt eine gelbe. Versucht dann mal zu werfen. Ihr könnt ja auch gucken, ob ihr den Kreis einstellen könnt, dass der Kreis relativ klein ist. Vielleicht trefft ihr einfach fabelhaft. Ich weiß noch nicht, wie weit hinten er sitzt. Auf dem Hauptaccount hatte ich damals 400%ige Regigigas. Hier ist das jetzt der Pokédex-Eintrag von Regigigas in der Krypto-Variante. Und wie gut er ist, sehen wir gleich, wenn wir ihn bewerten. 2 Sterne! Mit dem Teil machst du an sich eh nichts. Wenn du ein 100%iges im Beutel hattest, hochgezogen, sah das trotzdem gut aus, weil der einfach mächtig krass viele WP erreicht hat. So, 941 WP, das ist meiner. 10, 10, 12. Wie gut war euer Krypto-Regigigas? Habt ihr euch überhaupt Regigigas abgeholt? Die meisten sagen, ja, sie lassen das aus. Sie warten, bis wieder was Besseres drin ist und holen sich dann von dem besseren Pokémon gleich 10.000 Stück. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe trotzdem jeden Giovanni und jedes Krypto-Legendäre mindestens einmal für den Pokédex gefangen auf dem Main-Account und werde ich jetzt hier auch so machen, damit ich einfach euch direkt den Content bieten kann und auch die Konter zeigen kann, aber die könnt ihr eigentlich auch überall nachlesen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was ist euer Team gegen Giovanni gewesen? Und wie gut war euer Krypto Regigigas? Jetzt mache ich die Bildschirmaufnahme hier noch weg. Und ich möchte gern nochmal hier in den Brunnen reingreifen. Da muss ich aber mein Zeug hier hinter machen. Guckt mal, wenn man hier reingreift, kann man da einfach das ganze Laub rausnehmen. Aber wir wollen das Laub ja drin lassen, deswegen müssen wir es wieder zurückpacken. Ah! So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.